Morgen mit dem Roger Roth. Roger Roth, der Schauspieler ist, er wird euch jetzt erzählen, was er alles macht. Ja, Roger. Ja, also momentan sind wir jetzt unterwegs mit dem Monsieur Yves Grandidier, mit dem Cabaret La Boutique. Und du spielen wir jetzt dort am Freitagabend in Morle und am Samstagabend auch. Und die Tournee ist jetzt bald im April, ist jetzt bald fertig. Ja. Und da machen wir als, das ist so Politik, das ist Kabarett-Satirik. Ja. Und da wird drin ein Sketch gespielt, getanzt und auch gesungen. Gesungen? Ja. Auf Elsässisch oder andere Sprachen? Elsässisch, Russisch, denn der Putin ist jetzt gewählt worden, da müssen wir ein bisschen zu surfen auf der Waage. Wenn er noch Russisch singen will. Ja, Russisch, alles, ja. Ja. Und er hat auch Schwelmele geredet, Schwelmele, doch, habe ich gehört. Ja, vor 30 Jahren. Für den elsässischen Spruch. Als neues Einsätze und ein Spektakel machen, ja, also das ist eine große Ehre. Ja, dann ist habe elsässisch gebobbelt in der ganzen Welt. In Tahiti, in Los Angeles habe ich noch elsässisch mal dürfen quatschen am Mikro. Das ist gewitzt, ja. Sowieso, Englisch ist ja fast wie Elsässisch manchmal. Ja, fast, die verstehen mich. Die pushen mich gerade an. Ja. Natürlich. Und er sind auch gehört im Impro-Theater. Er spielt mit dem Impro-Glio. Ja, das ist jetzt so seltsamer Zufall gesehen, wie der Monsieur Bernard Keller gekommen ist zu mir und nur um ein Theaterstück. Dann hat er gesagt, hier, ich sollte mal zu uns kommen, Impro spielen. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht. Was ist denn das Impro? Dann hat er gesagt, ja, komm mal, ich brauche nichts machen. Nein, ich denke, Bonhof. Und es gefällt mir. Es ist auch schon interessant, ja. Das funktioniert dann, die Leute gerne Thema und dann müssen wir reden. Thema, ja. Und dann müssen wir aber etwas machen, wie macht Lachen. Ja. Und die Leute dürfen sich nicht langweilen. Du fängst hier schon an zu kochen. Ja, ja, natürlich. Es ist nicht ganz so einfach. Nein, gar nicht. Er hat noch 30 Jahre schon elsässisch mit der Bühne, also Spektakel, Satirik, Improglio. Und 2004 bin ich mit dem Joseph Schmidt-Bill vom Birsten Favorit-Theater auch unterwegs gesehen mit zwei Vorführungen. Das eine ist Antigone gesehen auf Elsässisch. Oh ja, das habe ich gesehen. Geht's ja, da bin ich dann der Euridis gesehen. Ja, 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 weiß ich. Und das zweite Hans im Schnuggeloch. Das ist auch schön gewesen. Das ist ein Abenteuer gesehen mit dem Tobias Kempf und mit der Christine Wolf, mit dem Pierre Zeidler. Das ist wunderbar gewesen. Ja. Ja, ja, das schöne Schauspiel. Stickle vom Joseph Schmidt-Bill. Also hat er schon so viele Dinge gemacht fürs Elsässische. Oh, er macht weiter. Das erfahren wir gleich nachher noch. Dann hat er ein neues Spektakel. Das werden wir gleich nachher davon reden. Es heisst Puppe oder Bär, der One-Man-Show. Aber das erzählen wir euch gleich nachher. Wir machen noch ein bisschen Musik drauf. Ja, ein bisschen zu hoppla. Ein bisschen Musikschwung. Es kommt gleich der Aber jetzt. France Bleu Elsass.
Wir haben gerade ABBA gehört, das Lied Supertrump, ABBA. Und wir kommen jetzt gleich wieder mit dem France 3 Alsace. Nein, France 3. Und gleich geht France Bleu Alsace am Television durch. Michel Meyer, bonjour Isabelle. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, je crois savoir que vous allez parler d'un spectacle. Y a-t-il des marionnettes dedans? Puisque nous, aujourd'hui, nous allons parler des giboulées. Ah ben non, pas du tout. Il n'y a pas de marionnettes dans ce spectacle-là. Alors, je vous laisse la parole avec votre invité. Nous, on découvrira sur France 3 Alsace un extrait de son spectacle un peu plus tard. Oui, voilà. Nous sommes aujourd'hui avec Roger Roth qui va nous présenter son spectacle Pope oder Père, des poupées ou des oursons. Que de mourir, Roger. Que de mourir, Isabelle, und que de mourir, non, wie uns zuhörisch und zu l'œil. Ja, jetzt sind wir sogar am Tele. Ja, das ist jetzt technologiquement possible. Ja, also, er will uns erzählen von eurem neuen Spektakel, das heißt Puppe oder Bär. Was kann man denn da sehen und hören in dem Spektakel? Also, man kann da sehen, jetzt hitze das, machen so ein Grumse, gerade so ein Grumse, so ein Grumse, weil in dem Theorie du Genre, und das existiert ja gar nicht, jetzt kommen sie mit, soll man jetzt dort, was ist jetzt ein Mann? Ist ein guter Mann einer, wie jetzt alle da händelt oder Holz macht oder und was soll jetzt eine Frau sein? Müssen unbedingt eine Schub anhaben, sie hat doch jetzt auch Hose an. Das ist so genre, voilà, das ist so genre Melange. Und hitze das, ist das noch wichtig, ob man jetzt dort, wie man drin sieht, oder c'est un peu la vie à contre-courant, so wie ich es gehabt habe schon vor Jahren. Dann bin ich zu der Hüge Dreikaus. Und ich sagte so, Huguette, ich habe jetzt doch manche Thema. Und dann haben wir miteinander die Dings miteinander abgeschlossen und sie hat mir dann die Text geschrieben. Es ist aber auch Dings drin, wie ich mitgemacht habe. Ich bin Geo gewesen im Club Mediterranee. Ich bin Stewart gewesen bei einer Fluggesellschaft, wie jetzt nämlich existiert. Jonas, ja, die müssen das durch so den Polden, der sie heute noch existieren. Und das, was ich dann auch teil mitgemacht habe, mit meiner Mama, wenn ich jetzt mit ihr gekocht habe in der Küche, das ist halt schön gewesen. Ja. Du bist so jung und niedlich und ich bin ein Lebensklein. Ein schönes Kind gesehen und Mama ist ein bisschen grob gesehen und das ist immer etwas, wie einem immer dann später nachgeht. Mhm. Und wir haben auch Time Mama Maket, im Vater seine Mütter und da ist es ein bisschen zugegangen, so arisch, so streng. Mit streng und Mama hat immer gesungen mit uns, jeden Morgen am Kaffee ist gesungen worden. Oh, prima. Und wird auch gesungen in dem Spektakel? In dem Spektakel wird auch gesungen, ja. Und man kann auch sagen, in dem Spektakel entre Hôtesse de l'air ou camionneur ou présentatrice Tupperware, qui suis-je? Ah ja, das sieht man sogar auf dem Affiche. Ne? Ja, also Texte sind von der Huguette Dreikaus und das spielt sich ab noch in der Mag in Beschwiller am 13. April am Freitag. Ja, ja. Am 8. dazu, das ist auch im Rahmen vom Freio für unseren Spruch. Ja. Und sogar der Eintritt ist frei. Ja, das ist auch etwas, wie man in Kauf kann nehmen. Ja, natürlich, dann haben sie keine Ausrede, können alle kommen. Also, voilà, nous étions donc avec Roger Roth, qui nous a parlé de son spectacle, Hervé. Isabelle, on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs francophones de France 3 Alsace les dates de son spectacle. Oui, exactement. Ça se passe donc le vendredi 13 avril à la MAC à Bischwiller à 20h. Et en plus, l'entrée est gratuite. Et c'est dans le cadre du Freio für unsere Spruch. Merci Isabelle. Bonne journée. Je vous propose tout de suite de découvrir France Bleu Alsace. Ja, also es ist in ein paar Sekunden ist 10, es ist bald wieder Zeit für die Nachrichten. Wir sind noch hier mit dem Roger Roth. Also er hat uns aufgeschrieben auf euren Kalender. Es ist am 13. April in Bischwiller. Und jetzt ist ja schon genau 10, Zeit für die Nachrichten und nachdem wird Roger hier verkommen. Les prévisions de trafic sont tombées ce matin à la SNCF avant la grève de demain. Au niveau national, d'abord, un TER sur deux devrait rouler à partir de ce soir. 40% des TGV et seulement 25% des intercités. On en saura un peu plus sur les prévisions de trafic en Alsace à la mi-journée. Demain, c'est aussi une journée de grève dans la fonction publique. 7 syndicats sur 9 appellent à la mobilisation. Hier, le gouvernement a fait un geste. Après la mobilisation des retraités, 100 000 personnes supplémentaires seront exemptées de la hausse de la CSG, mais seulement à partir de janvier prochain.
Là, le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles doit être dévoilé aujourd'hui en Conseil des ministres. Il prévoit la création d'un outrage sexiste pour pénaliser le harcèlement de rue. Par ailleurs, le délai pour porter plainte après un viol ou une agression sexuelle sur un mineur devrait passer de 20 à 30 ans après la majorité de la victime. Un drame familial hier à Ars-sur-Moselle, près de Metz. Un homme de 42 ans a tué sa femme et ses deux enfants dans la matinée. Il aurait ensuite tenté de se suicider en projetant sa voiture sur un muret de l'autoroute A31. Un accident de la route sur la Nationale 66 dans le sens Tannes-Mulhouse ce matin à hauteur de Cernay. Trois voitures étaient impliquées. La circulation est perturbée. Nicolas Sarkozy, toujours en garde à vue ce matin, il est entendu sur le financement de sa campagne électorale de 2007 qui aurait été en partie financée par le régime libyen de Kadhafi. L'ancien chef d'État a pu passer la nuit chez lui. Au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées mi-février par Boko Haram ont été ramenées à leur école par leurs ravisseurs. Le palmarès des lycées est à la une de l'appli France Bleu. Un palmarès du ministère de l'Éducation nationale avec le taux de réussite du bac établissement par établissement. Deux lycées se distinguent en Alsace parce qu'ils offrent aux élèves les meilleures chances de décrocher le bac en suivant leur scolarité dans le même établissement. Il s'agit des lycées polyvalents d'Alkirch et de Vissembourg. Et puis victoire de la SIG hier en basket, 76 à 71 à Gravelines. La SIG qui reste troisième de la Pro A. Du côté du ciel, Nadine, ça s'annonce bien aujourd'hui. Oui, Aurélie, drôle de printemps. Hein. Des gelées généralisées avec des valeurs de température de moins 5 à 0 degrés jusqu'à moins 8 hein, sur nos crêtes vosgiennes, où un vent a décorné les bœufs, 60 km/h. Et puis en journée, le temps reste calme, anticyclonique. Et puis cette amélioration temporaire, ne nous réjouissons pas trop, avec un soleil largement présent, peine quand même à gagner quelques degrés, parce que les maximales ne vont pas dépasser 6 degrés. Alors sortez couverts. Et puis au-delà de 6